An einem wunderschönen Samstagnachmittag bekommt die Haflinger Stute Susi nun endlich ihren neuen Zahn. Susi ist das weltweit erste Pferd mit einer Zahnkrone bzw. einem Implantat. Wie auch bei der ersten OP war diesmal wieder Susis Sohn Fritzi zur seelischen Unterstützung mit dabei. Susi und Fritzi wohnen beim Gnadenhof Animal Spirit in Schadenberg. Frau Erika Kinnesberger, zweiter Vorstand von Animal Spirit, erzählt uns mehr über Susis bisheriges Befinden nach der letzten OP. Und wie ist der Susi nach der Operation ergangen? Der Susi ist es Gott sei Dank nach der Operation sehr gut gegangen. Sie ist dann noch über Nacht bei Martin geblieben und am nächsten Tag hätten wir sie schon holen können. Hatten wir aber da ein Problem mit dem Hänger und haben sie erst 2 Tage später geholt. Aber es ist wie wenn nie etwas gewesen wäre. Das 3-köpfige Ärzteteam, bestehend aus Tierarzt Dr. Martin Rockenschaub, Zahnarzt Dr. Büscher und Anästhesist Primar Niesner, sorgten für den reibungslosen Ablauf der OP. Dass eine Pferde-OP nicht ohne Fachkenntnisse auszuführen ist und ein Spezialist für die Narkose auch bei Pferden vonnöten wäre, kann Primar Niesner nur bestätigen. Ja, man beginnt einmal mit der Narkose, indem man also Schlafmittel und Beruhigungsmittel dem Pferd gibt. Und dann, wenn es liegt, kann man es intubieren. Das heißt, man schiebt einen Gummischlauch nach Gehör und Gefühl, weil ja der Hals zu lang ist, um mit irgendeiner Spiegelung hineinzuschauen, in die Luftröhre. Das ist sehr wichtig, weil dann kann keine Magensäure oder beim Pferd Speisereste in die Lunge kommen und man kann auch das Pferd, wenn notwendig, sehr gut beatmen, genau wie beim Menschen. Also intubieren nennt man das Einführen eines speziellen Gummischlauchs in die Luftröhre. Was ist das Schwierige bei der Pferdenarkose? Bei der Pferdenarkose, die unterscheidet sich von der Narkose im Humanbereich. Erstens durch die viel größeren Mengen an Narkosemitteln, die man spritzen muss. Und die Möglichkeit der Überwachung durch Pulsoximeter, also Sauerstoffversorgung und so weiter, ist beim Menschen sicher einfacher als beim Pferd. Man ist beim Pferd eigentlich angewiesen auf Erfahrung, Pulskontrolle, Kontrolle der Augen und Atmung. Die Betäubung verlief wie auch beim letzten Mal wieder reibungslos. Susi fiel sanft in einen tiefen Schlaf. Mit der speziellen Endoskoplanze der Firma Videomed war der Mundraum des Pferdes gut sichtbar. Videomed, was ist das jetzt für eine Firma? Wir sind Entwickler im Bereich der Veterinärmedizin. Wir sind spezialisiert auf flexible als auch starre Endoskopiesysteme plus die dazugehörigen Dokumentationsgeräte. Ja, wir verwenden einen hellen Monitor, der ein helles Bild bekommt, eine Kaltlichtquelle, die hier am Endoskopende uns mit Licht versorgt. Hinten ist eine Kamera aufgesetzt. Und was wir heute neu versucht haben, ist ein Zahngleiter, der die Zähne eben speziell, das Endoskop speziell zu den Zähnen in Abstand hält und damit ein gutes Bild, immer ein scharfes Bild bringt. Mit viel Ruhe und Routine setzten Dr. Rockenschaub und Dr. Büscher den neuen Zahn für Susi. Als dann der Zahn eingesetzt war, wurde die Narkose langsam runtergeschraubt und nach ca. 30 Minuten wachte Susi in der gepolsterten speziellen Aufwachbox auf. Nach der OP standen uns Dr. Rockenschaub und Dr. Büscher nochmal Rede und Antwort. Was wurde jetzt heute genau noch gemacht? Ja, nachdem wir bei dem letzten Termin ja ein Implantat aus dem Humanbereich bei der Susi gesetzt haben, haben wir jetzt nach einer gewissen Einheitszeit die Krone draufgesetzt. Wir hatten ja bei der ersten OP schon einen Abdruck genommen und haben jetzt die definitive Krone auf das Implantat draufgesetzt. Hat sie jetzt da ein Loch gehabt bis jetzt?
Nein, es hat einfach nur aus dem Zahnfleisch bzw. eben aus dem Knochen heraus eine Implantatheilkappe geschaut. Die war ungefähr 2 mm über dem Zahnfleisch. Was ist jetzt das Spezielle bei der Produktion von dieser Krone? Abgesehen, dass mein Zahntechniker, der das hergestellt hat, etwas verwundert war, haben wir jetzt einfach eine Krone wie aus dem Humanbereich hergestellt, haben dann den Aufbau auf das Implantat geschraubt und die Krone wie beim Menschen zementiert. So ein spezielles Pferdezahnimplantat muss enormen Kräften standhalten. Es muss hart und trotzdem flexibel genug sein, um auch das Raspeln, das bei Pferdezähnen notwendig ist, verkraften zu können. Dr. Rockenschaub ist immer sehr um die Gesundheit seiner Patienten besorgt. Was ist jetzt der Susi wieder möglich gemacht worden? Ja, wir hoffen, dass wir das möglich gemacht haben. Ganz sicher ist es noch nicht, aber es sollte sein, dass wir ihr ein normales Kauvergnügen wieder gewährleistet haben. Das heißt, dass wir mit diesem Zahnersatz ihr die Möglichkeit geben, auch über das ganze Gebiss, also auch im rechten Unterkiefer, auf der Unterkieferleiste rechts unten, normal Futter zu mahlen. Und wie lange ist es her, dass du das gemerkt hast, dass sie Probleme hatte? Dass sie Probleme hatte, ja. Das ist eigentlich schon sehr lange aus. Das ist also ca. 3,5 oder 4 Jahre aus, wo bei einer Routineuntersuchung, bei der Raspelung des Gebisses, die plötzlich ein lockerer Zahn bemerkt wurde und sogar ein abgefaulter Zahn mir entgegengekommen ist, der beim Raspeln frei manövriert wurde. Was kann ich jetzt als Pferdebesitzer dafür tun, dass es erst gar nicht so weit kommt? Was für eine Prophylaxe gibt es bei Pferden? Also einmal das Allerwichtigste ist sicher ein adäquates Futter, also eine tadellose Futterqualität. Einmal auf der einen Seite ein ausgezeichnetes Heufutter, also Heu ist nach wie vor die wichtigste Ernährungsquelle für das Pferd. Das Pferd sollte Heu zur freien Entnahme praktisch immer zur Verfügung haben. Also, es gibt Ausnahmen, wo Pferde nur Heukops aufnehmen dürfen, weil sie besonders staubfrei gefüttert werden sollten und dürfen. Aber das Heu ist sicher das Wichtigste. Und darüber hinaus muss man das dann anpassen, dem Bedarf des Pferdes. Es gibt Pferde, die mit Fertigfuttern, mit Müsli, mit Pellets gar nicht so wirklich das Auslangen finden, sondern die zum Beispiel ganze Getreidekörner, also ganzen Mais zum Beispiel, verfüttert bekommen sollten, um die Kauaktivität zu wirklich gut zu ermöglichen und den Zahnabrieb dauernd zu gewährleisten. Wie oft soll ich zum Pferdezahnarzt praktisch gehen? Ja, der Pferdezahnarzt oder der Tierarzt, der auch heute eine Zahnuntersuchung und Behandlung macht, der wird im Zuge von Routineuntersuchungen, von Impfungen ein- oder zweimal jährlich eine Zahnkontrolle machen, einen Zahncheck. Wird da in der Regel ein Zahnendoskop verwenden, um die Maulhöhle richtig ausleuchten zu können. So kann man das am besten beurteilen. Es freut uns sehr, dass es Susi jetzt wieder besser geht. Und man sieht wieder, dass die umfangreiche medizinische Versorgung unserer Tiere immer mehr Fortschritte zum Wohle der Tiere macht.